Ja, ich will heute mal was erzählen von meiner Entwicklung in den letzten Jahren, meiner. Wie ich es so nach meinem Aufwachen noch erfahren habe. Ich werde es heute mal so ein bisschen nicht zu kompliziert machen. Und wer dann weiteres Interesse hat, der kann natürlich gerne dann meinen Text lesen. Der ist auch in dem Buch mit drin. Aber auch im Buchbeitrag. Der ist ein bisschen ausführlicher und ein bisschen ins Detail gegangen. Und wem das dann immer noch nicht reicht, der kann mich gerne anschreiben über meine Internetseite, das ist ein Kontaktformular, und dann kann ich auch noch einen noch detaillierteren Text schicken, wen das Thema ganz ausführlich interessiert. Und wem das immer noch nicht reicht? Der kann, der muss dann, der muss mich dann besuchen. Wie heißt du? Johann. 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 Ja, also bei mir war das Aufwachen jetzt vor 5,5 Jahren sehr eindrücklich und sehr intensiv für mich und sehr brachial. Und so im ersten und zweiten Jahr habe ich mir nicht so richtig Gedanken drum gemacht, natürlich, was das dann vielleicht mal so in der Zukunft noch werden könnte oder was dann noch so kommt, weil ich sehr stark mit Prozessen beschäftigt war. Also einfach mit Gefühlsprozessen, mit Themen, meinen Alltag hinzubekommen, jetzt mit dieser, sag ich mal, Identitätsverschiebung, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen und zu integrieren, hat mir dann natürlich erstmal genügt. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich einige, das Thema. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist so ein bisschen, der Treibstoff wird so ein bisschen weniger und es wird so ein bisschen, nicht jetzt unbedingt lascher, aber so ein bisschen, kommt alles so ein bisschen zur Ruhe und klärt sich irgendwie. Und dann habe ich so den Eindruck gehabt, naja, da ist doch noch was, da ist doch irgendwas, ist mir doch da noch unklar. Und so hat sich das dann, ist es weitergegangen, dass mich immer wieder ein neuer Aspekt angefangen hat, besonders nochmal zu interessieren irgendwie. Und dann habe ich halt nach Büchern gesucht oder nach Leuten, wo ich irgendwie eine Resonanz gespürt habe, dass die mir da vielleicht weiterhelfen können, und habe ich mit denen unterhalten und so sind mir wieder neue Dinge klar geworden. Und das Erste, ich möchte jetzt gar nicht so das Aufwachen beschreiben, weil das ist ja bei jedem auch irgendwie anders. Das kann man auch auf meiner Seite ein bisschen nachlesen, einen kurzen Text, was ich darunter verstehe oder wie das bei mir so gelaufen ist. Und ich möchte lieber ein bisschen darüber erzählen, was mir dann in den folgenden Jahren noch für Ebenen und Aspekte und besondere Qualitäten bei mir selber aufgefallen sind, die sich dann entwickelt haben. Und wie gesagt, in den ersten ein, zwei Jahren war es sehr deutlich, dass dieses erste Fallen in die Tiefe durch das Aufwachen, in die Stille hinein und sich darin aufzulösen, hat mich erstmal in diesen Innenraum gebracht. Also hat mich den Innenraum entdecken lassen. Diese innere Weite, diese Unendlichkeit im Innen. Das hat sich dann angefangen zu stabilisieren, dass das sozusagen in meinem Leben die ganze Zeit auch im Alltag da war, trotz auch der Probleme und Thematiken, die dann erschienen sind im Folgenden. Und diesen Raum nenne ich die Anwesenheit, weil eher vom Grund, von meinem Empfinden her war das Grundding war einfach pure Anwesenheit, aber nicht Anwesenheit als etwas. Also da erscheinen natürlich bestimmte dann Formen da drin, also die ganze Welt erscheint da drin, aber dieser Raum selbst ist einfach die pure Präsenz, die pure Anwesenheit. Wenn man das reduziert, sozusagen von jedem Inhalt reduziert. So habe ich es zumindest erlebt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, aber da ist doch noch mehr. Also da ist dieser Aspekt der Leere auch. Der ist zwar auch leer, der Raum, aber er ist immer anwesend. Und dann habe ich immer gemerkt, das zieht mich noch tiefer. Und zwar in dieses Nichts. Und das nenne ich aber nicht Nichts, sondern das nenne ich Abwesenheit. Und habe ich gemerkt, dass dann wieder neu die Themen aufgekommen sind, also die ich schon kannte eigentlich, meine Themen, sind wieder nochmal neu alle. Mussten nochmal neu alle durchlebt werden. Aber jetzt, wenn die sich aufgelöst haben, also wenn ich zu dem Kern durchgedrungen bin jedes Themas,
im Kern diese existenzielle Angst dann auch gefühlt habe, bin ich durchgebrochen in die Abwesenheit. Das heißt, es hat mich verschluckt in die Abwesenheit. Und irgendwann, das hat dazu geführt, dass diese Schicht, die zwischen der Anwesenheit und der Abwesenheit liegt, sozusagen, da ist ja wie so eine Grenzlinie dazwischen. Man könnte sagen, die Grenze zwischen Leben und Tod. Da gibt es ja immer wie so ein Hin- und Her-Kippeln dann. Man kippelt dann hin und her zwischen der reinen Präsenz, der Anwesenheit und diesem Nichts oder dieser Abwesenheit. Und dann kippelt man da ständig, kann man so hin und her kippeln. Und irgendwann war diese Schicht, da sind so die so ganz viele Wurzeln von unseren Themen drin, habe ich gemerkt, oder bei mir war es so. Und je mehr ich davon aufgelöst habe, desto dünner und durchlässiger wurde diese Grenzlinie so, dass irgendwann dieses Kippeln aufgehört hat und die Anwesenheit und die Abwesenheit miteinander verschmolzen sind, so vollständig verschmolzen, dass ich sie überhaupt nicht mehr unterscheiden konnte. Das heißt, ich bin auch im Alltag rumgelaufen, habe natürlich trotzdem weiter eine Arbeit gemacht oder zum Jobcenter gegangen oder irgendwie mich über Wasser gehalten. Aber die ganze Zeit war diese Erfahrung da, ich bin abwesend und anwesend zugleich. Das ist ein bisschen schräg, aber es war so. Und es war aber noch nicht alles. Dann hat es mich weiter in die Tiefe gezogen und das, was noch hinter dem Nichts ist oder hinter der Abwesenheit oder unter drunter, das nenne ich das Absolute. Also absolut deshalb, weil es jenseits von Anwesenheit und Abwesenheit ist und gleichzeitig die Anwesenheit und die Abwesenheit daraus entsteht oder da herauskommt oder es durchdringt die Anwesenheit und die Abwesenheit. Aber es ist auch frei davon, es ist frei von diesen beiden Polen oder von diesen beiden Seiten der Medaille. Und dann hat sich auch diese Trennlinie wieder aufgelöst, sodass also die Anwesenheit, die Abwesenheit und das reine Bewusstsein oder das absolute Bewusstsein miteinander verschmolzen sind. Und dann ist dieses Absolute immer mehr eingeströmt, auch ins Leben. Und dann gab es noch einen wichtigen Punkt am Ende. Immer in jeder Schicht, in der ich sozusagen mich befunden habe, das ging immer so ein paar Jahre, ein, zwei Jahre oder sowas, gab es immer wieder neue Integrationsprozesse, immer wieder die gleichen alten Themen, aber immer jeweils in die Ebene hinein integriert, in der ich sozusagen gerade geforscht habe und in der ich mich sozusagen befunden habe in meinem Bewusstsein. Und irgendwann war das nochmal wie ein unten durchploppen, also ein komplett durch diese ganzen Ebenen hindurch ins Absolute. Und dann ist der letzte Bezugspunkt, nämlich der mit dem Absoluten, auch verschwunden. Also die Identifikation mit der Perspektive des Absoluten. Das war mir nicht klar, dass das auch wieder eine Identifikation war. Das war mir vorher nicht klar. Ich dachte immer, so hatte ich es auch gelesen, zum Beispiel bei Nisargadatta, dass dann die letzte Identifikation im Absoluten bleibt. Und bei mir war es so, dass sie einfach wieder verschwunden ist. Also dass sie sich auch aufgelöst hat, sodass es ein komplettes nochmal am Ende nach dieser ganzen Integration von diesen verschiedenen Ebenen nochmal ein Wegrutschen gab, nochmal ein wie von der Klippe springen, also nochmal wie das Aufwachen, ein komplettes Fallen und Durchfallen durch diese ganzen Ebenen wegfallen. Und dann kam mir die ganze Sache von außen entgegen. Das Absolute kam dann auch von außen entgegen, also von allen Menschen, die ich gesehen habe, von den Wänden, von den Gegenständen, kam dieses Absolute mir entgegen und hat mich wie von außen, ja, was ein bisschen bedroht. Also die Reste, die noch in mir waren, die das nicht wollten, waren dann so ein bisschen erschrocken. Das war ein komischer Zustand. Und dann ist es in mich eingedrungen und hat alles gesättigt, alles durchdrungen. Sodass dann immer die drei Aspekte von alles, nichts und absolutem Bewusstsein immer alle auf einmal vorhanden sind. Also sind alle jetzt miteinander sozusagen so zusammengeschmolzen, auch mit der täglichen Erfahrung im Körper und in der Welt und auf dem Stuhl zu sitzen, ganz normal, ist alles zusammen und geht nicht mehr zu unterscheiden. Also jetzt sind diese Ebenen im Prinzip in meiner eigenen Wahrnehmung überhaupt nicht vorhanden. Aber ich weiß, dass sie da sind, die Aspekte, die Qualitäten sind da. Aber halt überall, sie sind nicht mehr irgendwo zu differenzieren oder mit irgendeiner Trennlinie irgendwo auszuloten. Und das genieße ich sehr, weil ich jetzt das Gefühl habe, jetzt kann ich wieder ganz normal sein. Und da ist sonst nichts. Aber es ist nicht wie früher sozusagen. Es ist nicht wie früher dieses Normalsein im Sinne von begrenzt sein, von identifiziert sein, von mit etwas Bestimmtem, sondern es ist das Normalsein einfach hier als
Mensch als Organismus sozusagen ganz normal da zu sein, aber ohne diese Identifikation oder Reduzierung. Und das erlebe ich als ganz frei, weil eben alles normal sein kann. Und es fühlt sich für den Körper auch gesünder an. Also innerhalb dieser Integrationsprozesse gab es sehr heftige körperliche Prozesse und jetzt auch ab und zu noch, aber die sind nicht mehr so tief, die sind nicht mehr so, der Körper stabilisiert sich zusehends und ich bin wieder viel fitter und kann wieder auch mit Normalos sozusagen im Alltag super klarkommen und es fühlt sich viel runder an, viel stimmiger, viel gesünder als diese ganzen Schritte vorher, die ich natürlich niemals hätte überspringen wollen oder können. Das ist für mich so ein idealer Zustand, für mich selber einfach nur. Ich sage, ich predige das nicht oder so, sondern für mich empfinde ich das als eine stimmige, als einen runden Zustand. Es ist einfach stinknormal, ganz normal Mensch hier. Und alle spirituellen Qualitäten, Aspekte vom Bewusstsein sind einfach da, sind einfach überall da und nicht irgendwo noch irgendwo anders oder irgendwo zu suchen oder so. Und ich habe das in ein Schema kondensiert, ich habe das auch in dem Buch ein Bild dazu gezeigt, eine Zeichnung gemacht, so als Schema. Und ich habe es auch dazu geschrieben, ich bitte darum, dass das nicht irgendwie so verstanden wird, dass das jetzt die Wahrheit sein soll oder der Weg oder so, sondern es ist einfach nur eine Anregung für Menschen, die vielleicht Ähnliches in sich bemerken, eine ähnliche Struktur in sich bemerken oder eine ähnliche Art der Reise, und die sich daran vielleicht einfach orientieren können ein bisschen oder vielleicht noch auf irgendwas aufmerksam werden, was sie bisher noch nicht so in sich bemerkt haben, was ihnen vielleicht noch mehr Anreiz bietet, noch mehr Entwicklungsanreiz. Welches ist das denn? Das von dem Kongress jetzt, da ist der Text drin. Okay. Genau. Und ich gehe absolut nicht davon aus, dass das für jeden maßgeblich ist oder für jeden von Bedeutung ist. Also da hat ja jeder seinen eigenen Weg und seine eigene Herangehensweise. Also das bitte nicht falsch verstehen, das soll kein Schema sein, so ist es eben. Kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Verallgemeinerung. Ja, hat jemand Fragen dazu? Ja, im Allgemeinen war es so, bis jetzt zu hören, dass immer die Entwicklung immer weitergeht und bei dir hört sich das jetzt gerade so an, als wenn das abgeschlossen ist. Nein, die Entwicklung bis jetzt. Bis jetzt. Ja. Also du kannst auch nochmal tiefer fallen oder wie auch immer. Absolut, absolut. Okay, gut. Gute Frage. Ja, dann kommt man zum Erwachen nur durchs tiefer fallen oder gibt es auch andere Wege dorthin? Weil ich habe das Gefühl, dass die meisten, also viele sagen, dass es nur so einen Weg in die Tiefe gibt und anders ist es nicht möglich. Aber ich habe es bei mir erlebt, dass ich einmal darüber gesprochen habe und dann kam dieses Erwachen für jetzt eine Woche oder so. Und das wundert mich irgendwie, weil die meisten sagen, dass es so eine Tiefe ist und bei mir ist es irgendwie nicht so gewesen. Schau mal, wie ist es jetzt im Moment? Jetzt im Moment ist es nicht. Nee? Nee. Wie ist es gerade im Moment? Im Moment nehme ich mich als mich selbst war. Ja. Also nicht als ich los aufgewacht. Also, aha. Ja. Nee, ich wollte halt nur wissen, ob es zwei verschiedene Wege gibt. Also einmal durch die Tiefe, ja. Und einmal halt durch Sprechen oder ich weiß nicht. Es kommt drauf an, wie tief du es haben willst. Du kannst aufwachen auf jeder Tiefe oder Nicht-Tiefe, wie du willst. Und darauf dann, in der Tiefe, in der du halt bist oder in die du willst, kannst du dein Erwachen stabilisieren. Also es gibt nicht das eine Erwachen, sondern es gibt sowieso für jeden das individuelle Erwachen. Aber ich würde sagen, du kannst einfach schauen, wenn du eine Sehnsucht hast, dass du noch mehr Tiefe, dass dann nach mehr Tiefe sozusagen, dann wird es halt dein Weg sein. Aber wenn die Sehnsucht gar nicht da ist, dann ist es für dich vielleicht gar nicht dran.
bei mir ist eigentlich schon stark die Sehnsucht, bloß ist bei mir immer so eine Anspannung dagegen. Ja? Spürst du dir? Ja, total. Mhm. Im ganzen Körper? Also hier vor allem. Ah, ja. Hier so in der Herz. Ja. Ja. Und wenn du da jetzt hinspürst, was ist für ein Gefühl damit verbunden? Angst. Ja? Kannst du die Angst da sein lassen? Ja. Ja. Angst und Trauer. Bleib mal bei der Angst. Irgendwie Angst, was die anderen über mich denken. Wie ist die Erfahrung jetzt? Wie ist die Erfahrung jetzt? Die Angst wird noch intensiver. Mach mal die Augen zu. Lass dich ganz in die Angst hineinfallen. Lass auch den Atem da sein, wie er möchte. Kann da irgendwie nicht reinfallen. Was hindert dich? Die Anspannung. Das ist nur eine Idee. In Wirklichkeit hindert dich die Anspannung nicht. Bleib bei der Angst einfach. Ohne irgendwas zu wollen. Du willst ihn nicht mal fallen. Du willst gar nichts. Jetzt spiele ich irgendwie so ein Wollen. Ich glaube, so ein Wollen nach Erfüllung. Ja. Ist das eine Sehnsucht? Würdest du das Sehnsucht nennen? Fühlt sich eher wie ein Wollen an. Okay. Gibt es sonst noch Fragen? Ich wollte vorhin von verschiedenen Themen gesprochen. Magst du da was zu sagen? Welche Themen du da durchlaufen hast? Alle Themen. Alle. Beziehung, Sexualität, existenzielle Ängste, en masse. Dieses Leben, Kindheit, frühere Leben. Nicht als diese Person oder dieser Johann, aber kollektiv. Heftige Sachen, ja.
interessiert hier, wie es Ihnen jetzt geht. Ja, gut. Ja, ist hier nicht so kaputt, abgebrochen. Wie ist es gerade bei dir? Ich spüre einen leichten Schmerz. Ich fühle mich nicht so wohl. Möchtest du dich von jemandem gerade begleiten lassen vielleicht? Irgendwie? Ich glaube, das Angebot stand im Raum, oder? Weiß ich nicht. Also ich kann dir anbieten, dass ich mich neben dir setze. Ja, muss es sein. Aber ich setze mich hin, wenn es dir unangenehm ist, dann sagst du. Jetzt kurz, mach doch kurz. Sonst mal eine Frage. Kannst du was zu diesem Fall sagen? Ja. Falle. Falle. Kennst du diesen Sog? Diesen Sog nach innen? Falsch, ganz aus einer Meditation, ja. Ja. Hat das irgendwo aufgehört? Das Fallen? Ja. Worten ist aufgehört. Alles da, wo es ging? Ja, irgendwas Stopp gerufen hat. Hat was gestoppt? Ja. Also, von allen Aufwacherfahrungen, die ich kenne, ist das Fallen eines der direktesten und kraftvollsten Zugänge. Weil es halt nicht so ein Aufwachen ist, was so auf, sagen wir mal so, mentaler Ebene sozusagen, so auf geistiger Ebene passiert. Da gibt es ja auch ein Aufwachen. Also dieses Erkennen, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin dies nicht und das nicht. Das kann man ja auch relativ so hier so. Ja? Ich will nicht sagen, dass das kein Aufwachen ist, aber das ist einfach eine andere Ebene für mich. Und dieses Fallen geht so wirklich in die Erfahrung, in diesen Raum hinein, in diesen endlosen Raum des Bewusstseins. Und dieses Fallen wird ganz oft behindert dadurch, dass wir die Angst nicht fühlen. Typischerweise taucht da die Angst auf, bei diesem Fallen völlig die Kontrolle zu verlieren oder zu sterben oder Angst vor dieser Bodenlosigkeit, ja, vor diesem Unbekannten. Und erst wenn wir diese Angst wirklich zulassen können, vollständig zulassen können, dieses Rauschen, es kann auch richtig so ein existenzielles Rauschen werden und wirklich den Atem dazu zulassen können und das ganze Gefühl durchlassen können, dann können wir da reinfallen. Und da braucht es dann die Hingabe, wirklich loszulassen. Weil da, was da verschwindet, in diesem Fallen, ist das Wissen um die eigene Anwesenheit. Also der Kern, sozusagen der Kern unserer Existenz als scheinbare Person verschwindet. Ja? War das schon ausreichend? Oder hast du noch das? Ich habe eine Frage. Wer ist denn da gefallen? Also ich versuche mir das die ganze Zeit irgendwie vorzustellen. Du sprichst von Fallen und also ich sehe es jetzt ja von außen, so ein Denken ist natürlich auch und ein Finden vielleicht, aber was fällt? Kennst du das? Was berichtet das alles? Kennst du das nicht, dieses Fallen? Nee, so wie du das beschreibst, nee. Ich hatte mal eine Tiefschlaferfahrung der Leere, der absoluten Leere, aber da war trotzdem eine Anwesenheit von mir, also ich war da irgendwie in irgendeiner Form. Ja. Und du sprichst ja, dass das voll weg war. Genau. Und woher weißt du denn davon? Ja, das ist ja das.
was nichts von sich selber weiß. Ja, weil. Das weiß immer nur von, das weiß immer nur von allem anderen, aber das weiß nichts von sich. Ja, aber mir geht es halt jetzt um den, der das alles erfährt. Ja, da ist niemand, der das erfährt. Aber wie kannst du dann so detailliert davon sprechen? Also das naja, bei die Wahrnehmung, ist, die Wahrnehmung ist ja da gewesen. Also ich kenne das genauso, ja. Ja. Das Fall, das ist irgendwie, was weiß ich, wie Fallen in so ein schwarzes Loch. Genau, wo sich schwarze alles auflöst. Ja. Genau, ja. Ja, jede sinnliche Wahrnehmung löst sich darin auf. Aber ich weiß auch, dass es nicht jeder so hat. Also ich würde auch nicht sagen, dass jemand, der das nicht hatte, nicht aufgewacht ist. Also so, auch nicht um Aufwachen. So würde ich es jetzt nicht sagen wollen. Also das, da gibt es unterschiedliche Berichte. Also, ja, aber mir geht es nicht um Aufwachen. Okay, ich habe es so erlebt, ja. Ich muss es einfach irgendwie nachvollziehen. So. Also am Ende dieses Fallens gibt es erst typischerweise oder oft bei den Leuten so ein so eine Explosion oder so eine Ausdehnung dann. Also man fällt in diesen Schlund wie in ein, durch eine Enge hindurch und dann gibt es sowas wie ein Aufgehen, wo es aufgeht. Ja? Und ich habe immer gedacht, weil das bei meinem Lehrer damals so gesagt wurde, das ist das Aufwachen. Das ist natürlich auch ein bisschen beschränkt, weil das erlebt halt nicht jeder so. Aber ich habe dann später erst bemerkt, dass mir das noch nicht gereicht hat, sozusagen, weil es da für mich einen Punkt gab, der mir nicht klar war, nämlich der, da war ein ganz kurzer Punkt, wo dieses Wissen um das Geschehen auch verschwunden ist. Ja? Wo das einfach alles komplett weg war. Also wie im Tiefschlaf quasi. Das Verrückte ist halt, du machst wieder dann die Augen auf und du weißt, du hast nicht geschlafen. Und dann habe ich gemerkt, dass es auch später immer klarer in mir geworden ist, dass ich gesessen habe, mit Augen zu, auf dem Stuhl gesessen habe und wieder da mich hineinversenkt habe. Und tatsächlich alles wieder verschwunden ist. Die Sinne verschwinden, der Körper verschwindet. Und dann mache ich irgendwann die Augen. Auch jedes noch so subtilste Wissen um die eigene Existenz, um die eigene Anwesenheit, auch als Bewusstsein, verschwindet. Und dann machst du die Augen wieder auf und siehst, du hast nicht irgendwie geschlafen, du hast nicht irgendwie gehangen oder so. Du warst vollkommen wach. Ja, ja, das kenne ich auch. Ja, naja, stopp das. Reines Bewusstsein. Das weiß von sich selber nichts. Ich hatte nur, weil du das so detailliert, diese ganzen Vorgänge und so, da dachte ich, da muss doch dann was sein, was das alles mitgekriegt hat. Ja. Okay. Ja, bis zu diesem allerletzten Punkt, wo es dann wirklich weg ist, bis dahin sozusagen, ja, da ist, ist ja noch Anwesenheit, bis dahin ist ja noch eine Präsenz, bekommt man es ja mit. Ja. Hast du gelacht danach? Überhaupt nicht, ne. Es gab dann diese fulminante Explosion ins hundertprozentige Potenzial, nenne ich das. Also was kurz nach dem Aufwachen, also kurz nach diesem Umschlagspunkt kommt, wenn man wieder hochkommt, in Anführungsstrichen hochkommt, wieder sozusagen, ja, die Sinne wieder erwachen. Das ist halt diese Ekstase oder diese Glückseligkeit die des ganzen Universums. Also man hat den Eindruck, man explodiert ins ganze Universum. Und ja, so wechseln ja viele auch mit dem Aufwachen, aber es ist eine Begleiterscheinung für meine Berufe. Ist nicht unwichtig, aber ja, kann schnell ablenken von diesem letzten Wegfallen. Und wie gesagt, das mit den Ebenen kam dann, wie gesagt, erst die Jahre danach. Also bei den ersten Aufwacherlebnissen war das sozusagen alles wie in einem Rutsch. Aber es hat sich dann erst die nächsten Jahre integriert. Also wirklich verkörpert in meinen Körper, ins tägliche Leben integriert, sodass wirklich diese ganzen Schichten nochmal ganz bewusst durchgegangen wurden sozusagen. Das hat ja auch was von einem Sterbeprozess. Ja, also, ja, absolut. Das habe ich auch selbst erlebt. Ja, ja. Das ist wirklich so, dass ich gestorben bin. Genau. Und immer wieder, ja. Wie es eben dann auch so heißt, stirbt, bevor der stirbt. Körper stirbt. Genau, das war auch immer mein Anreiz. Das war meine Frage als Jugendlicher so, wie geht es? Ja. Ja. Was meint ihr da? Mhm. Ja. Ich fand halt auch, als ich das mit dem Fallen so viel gehört habe, also, da kommt dann so ein... Es ist wie bei dem Einschlafen, ja, dass man das Auslassen nicht machen kann. Und dann kommt so eine, statt mit dem Sein, was halt gerade ist, kommt so ein Manipulationsding. Ich will jetzt da reinfallen. Und okay. Ich habe halt bei Gefühlen auch das Gegenteil, das Gefühl, dass nicht ich da reinfalle, sondern dass das Gefühl sich total ausdehnt, bis es irgendwann genau nichts mehr ist. Aber da ist ja kein Fallen dann. Ich spüre das Fallen und ich weiß nicht, eine Zeit lang so, muss ich da fallen?
Nee, aber ist doch wunderbar, dann ist doch wunderbar. Bei mir ist so, ich versuche immer loszulassen, aber irgendwann ist der Punkt da, wo ich sage, ich kann nur noch akzeptieren, dass ich jetzt nicht falle. Ja. Dass dann diese Anspannung und alles da ist. Ja. Sollte ich dann einfach Geduld haben, oder? Wenn du jetzt schaust, wie wäre das, wenn du niemals loslassen könntest? Was taucht auf? Ich weiß nicht jetzt. Also ich, normalerweise würde ich verzweifeln. Und jetzt? Jetzt. Trauer vielleicht. Und so ein Grauen oder sowas. Grauen. Ja, so ein komisches Gefühl. Ja. Und das kannst du wieder verwenden. Du kannst jede Erfahrung verwenden, um dich zu vertiefen. Dann ist genau. Aber ich habe das Gefühl, das steckt irgendwie in der Anspannung fest. Also nicht, dass ich diese Anspannung will oder so, aber ich glaube, das ist schon so, weil ich habe immer sehr viel mich damit beschäftigt und ich glaube, diese Anspannung ist einfach jetzt sowas wie, erarbeitet oder so. Du kannst dich an der Anspannung vorbeimogeln, wenn du es schaffst, dich so auf das Gefühl zu konzentrieren und im Gefühl dieses Grauens oder was du gesagt hast, zu bleiben, dass du dabei den Körper vergisst. Aber die Körperreaktion ist immer. Der Körper ist egal, das hindert dich nicht. Aber diese es geht nur um deinen Fokus. Kann auch ein Schutzmechanismus sein. Natürlich, klar, gegen jede Angst ist es immer ein Schutzmechanismus. Das muss nicht unbedingt, muss man sich nicht durchmogeln, noch links, noch rechts, sonst noch wo. Das kommt ganz drauf an, wie reif du dich selber fühlst damit, wie bereit du dich dafür fühlst sozusagen. Wenn du schon genau weißt, du willst unbedingt dieses Aufwachen, das ist sowieso das Wichtigste, dann kannst du das machen. Also die Anspannung hindert dich definitiv nicht am Aufwachen. Definitiv. Es sind schon die verspanntesten Leute aufgewacht. Das ist nur eine Idee. Und natürlich, es ist vollkommen richtig, dass es natürlich auf Dauer nicht gut ist, sich an einem Widerstand oder an einer Anspannung vorbeizumogeln. Aber du wirst sehen, dass ein riesengroßer Teil der Anspannung natürlich wegfällt, wenn du dich verfällst. Also ich denke auch, es gibt so eine innere Weisheit, was diesem Organismus oder diesem System zugetraut werden kann. Ich erlebe das in der Psychotherapie und ich denke, es ist auch ähnlich bei so Erwachungsprozessen oder sowas. Ja, also es passiert eigentlich immer das, was dran ist. Ja, und es nützt nichts, pushen und mit der Brechstange genau. Und ich will da aber jetzt, ja. Nein, das vielleicht ist es nicht. Einfach jetzt noch gar nicht dran und, ja, und dann kommt es irgendwann. Mhm. Gut, wie der reife Apfel, der dann vom Baum fällt. Mhm. Ja. Ich kann ja auch Körperarbeit machen. Das ist sehr gut. Nee, wirklich, das ist sehr gut. Ich glaube, dass du bist relativ jung und ich habe in deinem Alter das gar nicht so alles gewusst. Zumindest toll, was du machst. Der Mut, du hier fragst und sprichst. Also ich bewundere das wirklich. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich einfach toll. Und bei manchen geht es ganz früh, bei dem Ramana ist es ganz früh passiert. Ja, aber ich habe jetzt nur reagiert, weil man kann sich auch überfordern, übergehen. Das finde ich auch nicht gut. Also es ist gut so, wie es wirklich ist. Und wenn es Anspannung da ist oder sonst nichts, was auftaucht, dann hat das absolute Priorität. Dann was zu sagen. Es ist gut so. Jetzt würde ich gerne noch weiter fragen. Eine Frage, ganz kurz, geht ganz schnell. Bitte. Ist das alles im Rahmen einer Meditation passiert? Hast du praktiziert dann? Also ich habe dann schnell mit der Gefühlsarbeit angefangen, ja. Nee, ich meine jetzt, war das so, dass du dich denn, wie hast du? Ich habe mich hingesetzt, ich habe mich hingesetzt, ja. Hingesetzt, so, hingesetzt mit Augen zu und habe mich ganz bewusst sozusagen Stück für Stück dem angenähert, ja. Also eine Art Meditation. Genau. Ich wusste das mit der Todesangst, ich wusste das mit den Gefühlen. Und habe mich dann da so
handelt sozusagen, genau. Ja. Und? Also ich habe es vom Lehrer gehört, aber nicht während, also nicht während der Begleitung mit dem Lehrer, sondern zu Hause. Ja. Hat sich dann auch noch ein paar Mal wiederholt, dieser Prozess sozusagen. Und wann gab es dann dieses Fallen irgendwie nicht mehr? Dieses Fallengefühl war dann irgendwie ausgefallen, weiß nicht. Weggefallen. Ja. Aber es ist auch ein bisschen anders als Meditation, es ist ein bisschen mehr ist nicht eröffnet für die Emotionen. Auf jeden Fall, ganz wichtig, ja. Also ich habe mich sehr stark auf die Gefühle konzentriert. Den wirklich Raum zu geben. Ja. Wirklich durch die Gefühle sozusagen hindurchzufallen. Dieses Fallen, war der immer mit Angst verbunden oder ist es auch immer mit positiven Gefühlen? Nein, also nur anfangs, Freude, ja. Anfallen. Ja, es war nur das erste oder zweite Mal, weiß ich nicht, wo das so eindrücklich war, war das erst mit so einer gewissen Angst verbunden. Und dann wurde es immer leichtgängiger und immer eher dann angenehm und ich war schon eher so neugierig darauf und eher so aufregend. Mhm. Ja, eine Freude. Ja, so ein richtiges, boah, toll, ja, jetzt geht's wieder, geht weiter hier. Die Todesangst hattest du, also ich hatte... Das ist existenziell, ne? Ja. Also ich glaube, andere Leute haben das noch wesentlich stärker. Also man hört ja, wie gesagt, dass da ganz viele an diesem Punkt ewig lang stehen bleiben. Ja. Manche bleiben da jahrelang stehen und kommen da nicht weiter. Und das war bei mir nicht so hartnäckig. Also das war. Aber es war eindeutig. Es war eindeutig Angst, ja. Eindeutig Angst vor diesem, vor diesem Auflösen, vor dieser Tiefe und diesem ins Bodenlose hinein weg zu. Nicht mehr. Genau. Hat das Ganze bei dir zum, sag ich mal, ruhenden Geist geführt? Ich weiß nicht, ob du das mit anfangen kannst. Also dieser inneren Stimme, die ständig ja irgendwie ein Dialog ist, hat sie sich... Also es gab manchmal so Phasen, wo wirklich absolut keine Gedanken da waren, also gar keine. Wenn ich eine Weile so auf dem Stuhl sitze, einfach in die Luft gucke, dann löst sich das alles von alleine auf. Wenn ich aber im Alltag unterwegs bin, dann plappert es auch. Ja. Aber nicht mehr so hartnäckig oder so. Also ich kann, es ist einfach nur wie so ein bisschen so, auch Unterhaltung oder so, das kann ich auch jederzeit stoppen, wenn jetzt irgendwas ist, wo ich mich konzentrieren will oder so. Wenn es jetzt natürlich noch hartnäckige Themen sind oder so, manchmal passiert nicht mehr so oft, aber ab und zu kommt auch wieder mal ein Thema, dann kann es schon mal sein, dass da ein bisschen eine gewisse Gedankenwolke dann ist, ja. Aber da setze ich mich damit hin oder so oder schaue es mir halt an, wo ich gerade bin und dann löst sich das schnell wieder. Ja. Aber so dieses ständige Beschäftigtsein mit irgendwas ist nicht mehr so wie früher, nicht so. Du hast vorher gesagt, dass du dich mittlerweile auch mit sogenannten Normalos über Banalitäten unterhalten kannst. Das interessiert mich brennend, weil ich kenne nicht jemanden, der dazu nicht in der Lage ist. Also wenn jemand nicht direkt diese Herzsprache spricht, so drückt er sich aus, dann flieht er also vor. Aber darf er das nicht? Den Kopf gespielt. Ja. Natürlich darf er das. Nur weil du sagtest, mittlerweile kannst du es wieder. Also du hattest das auch. Ja, ich bin auch eher immer noch so ein Typ sozusagen. Also wenn ich mir jetzt die Leute quasi aussuchen kann, mit denen ich zusammen bin, dann natürlich schon lieber so. Ja. Aber jetzt auf Arbeit oder so ist gar kein Problem, einfach nur so ein bisschen über dies und das zu reden mal oder mit denen Organisatorisches zu besprechen oder so, klar. Ja. Organisatorisch ist noch was anderes als sowas. Also, Wetter oder so. Ja. Okay. Aber es ist natürlich kein so großes Interesse, jetzt irgendwelches Zeug zu labern oder so. Außer es macht Spaß. Also mit jemandem, mit dem ich mich gut verstehe, da kann man natürlich einfach Quatsch machen. Ich meine, was soll's, das ist einfach cool. Mich würde noch interessieren, ist so das Thema Wahrheit und Ehrlichkeit, wie du damit umgehst. Ja, also mit deinen Mitmenschen. Also wenn ich das mal von mir ausgehe, manchmal. Ja. Geht es eben nicht, dass man ehrlich ist, Also, die eine oder andere Lüge. Wie ist das bei dir? Ich habe gemerkt, dass es mir früher ganz, also Wahrhaftigkeit ist und Authentizität war für mich immer ein großes Thema, immer ganz wichtig, ja. Und ich habe aber gemerkt, dass ich auch lügen kann, lügen im Sinne von mal nicht die Wahrheit zu sagen, in welchen Angelegenheiten, wenn ich merke, es bringt mir persönlich einen guten, also einen gewissen Vorteil, ohne dass ich jemandem damit schade. Also ohne dass es eigentlich jemand anderem einen Nachteil bringt.
Also jetzt nicht in einer persönlichen Beziehung oder so, also jemanden zu hintergehen oder irgendwie anzulügen, das nicht oder so, das geht irgendwie nicht. Aber was geht da nicht? Zu lügen oder so, das kriege ich nicht hin. Das funktioniert nicht, weil das, wenn ich weiß, es wäre wichtig, es zu sagen, kann ich es nicht sagen, also oder so. Aber vielleicht liegt es am Typ, so war ich schon immer. Das interessiert mich jetzt. Wenn ich in einer Beziehung mit einem Menschen oder so, ja, aber was geht, ich merke, da ist in mir was irgendwie kommuniziert werden muss oder wo es irgendwie Beschäftigung braucht oder so, dann das sozusagen zu ignorieren und dann quasi zu lügen und so zu tun, als wäre es nicht, das geht nicht. Geht nicht lange. Das hat aber auch mit diesem Prozess dann zu tun, ja, der da irgendwie... Ich war schon immer so ein Typ sozusagen, der so sehr klar eher war. War ich schon immer so ein Typ. Aber jetzt ist es vielleicht noch freigeschalteter oder noch direkter, weil halt da nicht so die Muster sind, die mich davon abhalten vielleicht noch oder so, ja? Was das vielleicht doch auch wieder Negatives bringen könnte oder für einen Zoff oder dann geht man vielleicht auseinander oder so, ja? Diese Ängste sind nicht mehr so, greifen natürlich nicht mehr so und das heißt, ich bin eher noch schneller dabei, die Sachen auf den Tisch zu packen oder so. Ja. Du hast gesagt, auf Arbeit. Das heißt, du machst auch was anderes als Satsangs geben. Ja, ich gebe selbst. Ja, ich arbeite gerade in der Kita, ja, mit Kindern. Okay, weil mich interessiert so dieses Thema Erwachen, Spiritualität und dann so normale Berufe. Mhm. Ja, also Management oder Kita ist noch schlimmer. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich da... Ich bin da nicht als Erzieher. Ich bin Gott sei Dank nicht als Erzieher, sondern ja. Einzelfallhelfer mache ich. Ich begleite ein kleines, leichtbehindertes Mädchen da. Okay. Ja, also Erzieher wollte ich nicht unbedingt sein. Muss ich ehrlich zugeben. Ist also keine Problematik oder... Nein, also war es eine Weile für mich, weil ich halt so viel mit diesen Prozessen beschäftigt war. Mhm. Und dann ist es schwierig. Also wenn du dann in einem Job bist, wo du vielleicht immer so leisten musst und immer solche Sachen, das wird schwierig. Vor allem, wenn es mit der Wahrhaftigkeit nicht in Einklang zu bringen ist, dann ist es natürlich schwierig. Mhm. Aber jetzt generell vom Praktischen her oder vom Tun her und so, sehe ich da eigentlich keine Schwierigkeiten mehr. Mhm. Ja, die Zeit drängt. Prost. Ja, danke euch fürs Zuhören.